Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3, Blood and Wine. Und ein bisschen Blood haben wir hier auch schon rumliegen. Oh. Das ist unser Hexersinn. Jetzt können wir den aufnehmen. Der hat auf jeden Fall Kronen für uns. Ein großes rotes Mutagen. Floren, ein Monsterzahn und Zahlen. Ein Monsterzahn und eine Dahlie. Was auch immer. Ich gucke aber mal ins Inventar. Und wir können das gar nicht tragen. Weil wir dafür Stufe 36 sein müssten und wir einfach ein Lappen sind. Noch aktuell. Aber gut. Also es müsste mal repariert werden, oder? Aber es macht 15% mehr Schaden, so wie das aussieht. So, kann man das vergleichen? Ja, kann man. 405 Hexer Silberschwert. Ja, ich habe einfach ein neues Spiel gestartet, ne, und dann nicht den alten Spielstand geladen. Ich weiß ja gar nicht, was ich da alles geskillt habe. Deswegen habe ich das jetzt alles nochmal selber gemacht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Oh ja, komm. Nee. Ja, es ist okay. Ich weiß, wie man eine Karte bedient. Ja. Ja. Nein, was habe ich gemacht? Der hier fehlt, ne? Ja. Ein Glück. So, wie gesagt, ich habe ja schon verteilt. So, was wollen die Leute jetzt hier? Wähle den Filter Mutagene aus. Oh. Das ist ja zum Glück nicht nervig oder so. Ach so, okay. Nicht, dass ich das eben alles gemacht habe. Nein, es wird mir jetzt nochmal erklärt. Sicher ist sicher. Damit das Spiel auch Bescheid weiß. So, ich wollte das hier noch machen. Weil ich bin so ein Mensch, Nahkampf und Schaden und schnell angreifen und ausweichen, das mache ich gerne. So, wir können auch Sachen gut verkaufen und so. Deshalb würde ich hier erstmal hochklettern. Okay. Ich liebe es ja, Sachen auszuräumen, ne? Ich finde dieses Detailreiche auch ziemlich cool. Abgeschlossen. Nicht, dass du das einfach eintreten könntest oder so. Nein, das geht nicht. Irgendwie hätte man hier vielleicht eine Stufe hinbauen sollen. Ist nur so eine Idee. Ich springe gern von Dächer zu Dächer. Nein, rutsch doch nicht runter, du Lauch. Nee, jetzt ist auch egal. Hast du dir gerade wehgetan? Bist auch so ein Lappen, ne? Okay, wir gehen mal hier gucken. Oh, das will ich auch machen. Einfach mal mit der Hand stipsen und schon ist irgendwo ein Feuerchen. Ich glaube zwar, dass das jetzt nicht ganz so gut ankommen wird, wenn man das kann, auch abgeschlossen. Das ist ja langweilig, ey. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kletter gerne. Wolfsbann. So, verbesserte Schwalbe. Ja. So, dann haben wir nämlich schon mal oben, dass unser Leben sich wieder regeneriert. Pferd. Ich will aufs Pferd aufsitzen. Tapferer Junge, dieser Guillaume. Palmarin hat ihn aufgezogen. Guillaume Alter. Und er sind verwandt. Mutation und Großmeister-Hexenausrüstung. Was in Blood and Wine kann sich Geralt weiteren Hexermutationen unterziehen, um neue Möglichkeiten freizuschalten. Aha. Mann, bla bla, schon bald triffst du auf einen Boten. Oh, ja, okay. Geschichte von Professor Moreau, bla bla, Spezialboni, wenn du manche oder sogar alle Teile eines Sets. Ah. Okay, das kommt dann noch. Ich wollte mal gucken, ob ich hier so verbesserte Bärenrüstung oder sowas schmieden kann. Das sieht so schön hier aus. Ich könnte mir das einfach nur angucken. Der geht's wohl nicht ganz so gut da im Eingang.
Das Schöne ist, los, lauf! Die Typis warten ja auf mich. Ne? Ich kann mich hier in Ruhe umgucken, kann die Gegend genießen. Dass das so ruckelt, ich muss mir das mal... Ritterliche Ausdrucksweise. Vor allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Wenn wir in ihrem Namen handeln, bindet uns die Tradition. Das ist das schön hier. Ich würde in echt gern mal so einfach hier lang, ne? Das wäre schon geil. Los, los! Ja, sag nicht mir los, los, sondern dem Typen, der da vorne ein bisschen langsamer reitet als man selbst. Das ist immer so, das regt mich so auf. Nicht okay, so das Wasser sieht etwas strange aus. Bereits fortgebracht haben. Sehen wir uns um. Vielleicht haben sie was übersehen. Hexersinne. Fische. Fische nehmen wir mit. Hier steht Wein rum. Ach nee, es ist eine Kerze. Ups. Ich dachte, der nimmt erstmal einen tiefen Schluck von irgendwas. Oh, merkwürdig. Beschlagene Stiefel. Diverse Paare. Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Ah. Untersuche das... Sie sind das... am Wasser entlang gelaufen. Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Nee, Silber ist, glaube ich, besser bei Monstern, ne? Wir haben Besuch. Vorsicht. Ich liebe diesen Kampfstil schon, ne? Das ist wirklich sehr geil. Okay, wir haben jetzt irgendeine Falle oder so platziert. Alter, ich habe 3 gemacht und er macht 1. Die explodieren so viel, ne? Ach so, vielleicht sollten wir von denen weggehen, wenn die explodieren. Das wäre schlau gewesen. Ich möchte die aber ausrauben. Und es schadet nicht, auch mal ins Bestiarium zu gucken. Was haben wir hier? Der Fluss mitbringt, wird hier im seichten Teil angeschwemmt. Ja, der Gestank ist heftig. Boah, der Hintergrund und alles ist einfach super. Okay. Ja, ich gehe jetzt trotzdem noch mal gucken. Ja, ja, die ganzen Bücher, Geleitbrief. So. Anna Henrietta. Die sieht schon aus wie eine Anna Henrietta. Guillaume de L'Enfant. Okay. Palmerine de L'Enfant. Milton de Peyrac-Perron. Irgendwie so. Ach, muss man irgendwie scrollen oder so? Nee, ne? Bestiarium. Das Biest von Beauclair. Ja, okay. Nekrophagen. Wirksam im Kampf Nekrophagenöl. Ja, wer hätte gedacht. Quenzeichen. Alles klar. Ogroide Goliath. Ben und Ogroidenöl. So, manchmal kann man hier dann nämlich Sachen nachlesen. Wie muss man das jetzt hier 5-mal anklicken, damit dieses Stern verschwindet, ne? Ein bisschen nervig, aber gut. So, war hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Oh Gott, ey. Angespülter Unrat. Wir müssen weitersuchen. Fußspur, siehst du? Und die Schleifspur eines Bootsrumpfs. Sie sind noch nicht lange weg, würde ich sagen. Ja, wer muss da jetzt wohl hinterher? Sie haben Netze an Land gezogen und aufgeschnitten. Nach der Blutmenge zu schließen, muss die Leiche gevierteilt oder sonst wie zerstückelt worden sein. Oh, vermutlich geil. Haben sie die Leichenteile auf ein Boot geladen und weggebracht. Hm.
Ich springe rein und sehe mir die übrigen Netze an. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend. Sieht so aus. Gut. Kann ich das nicht auch noch untersuchen? Toll, jetzt muss ich hier wieder alles machen. Ich springe rein. Natürlich, wer auch sonst? Leinen. Holzlöffel. Gott, ey. Ah, da oben hängt ja noch überall was. Taschentuch. Der braucht das Ruder, nehmen wir alles mit, können wir verkaufen und so. Ein Seidentaschentuch mit Monogramm DLC. Es muss einem Adligen DLC, genau. Gut zu wissen, wo sie die Leiche hingebracht haben. Das kannst du jetzt nicht tun. Wie soll ich dann hier wegkommen? Ich würde gern springen. Dann halt nicht. Und jetzt? Wir wissen, dass dies nicht der Schauplatz des Mordes ist. Die Leiche wurde angetrieben und hat sich dann in einem Netz verfangen. Die Wachen haben sie rausgezogen und mit dem Boot weggebracht. Ich will sie mir ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne. Die Inhaber müssten gesehen haben, wo die Wachen hingefahren sind. Ja, genau. Fragen wir nach. Oh, eine mysteriöse Person. Wir werden beobachtet. Ich glaube, wir haben Publikum. Kein Wunder. Die Leute hier werden noch ihren Enkeln davon erzählen, wie einst eine gevierteilte Leiche aus dem Fluss gezogen wurde. Oh. Wow. Als ob das noch nie passiert ist, dass Leichen aus dem Wasser gezogen werden. Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Sagt dir das was? Delacroix? Kann nicht sein. Ihn hat das Biest also gemeuchelt. Offenbar. Kanntest du ihn gut? Vor langer Zeit waren wir enge Freunde, doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, oh, Geralt, es ist zu schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Verstehe. Stell dich mal nicht so an. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. Ich bin eigentlich klitschnass. Ich muss dich bald verlassen. Müsste richtig stinken, nachdem, wo ich hier in der Plörre drin rumgeschwommen bin. Aber wir gehen in die Taverne und fragen ganz normal nach, als ob das nicht so wäre. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Okay, wir nehmen diesen überhaupt nicht prädestinierten Weg. Oh, ich muss schon gucken, weil es so toll aussieht. Ach, diese Hinterwäldler, die in die Stadt kommen. Schatten sich, Rüpel. Ups. Unsere Männer denn nicht tapfer genug? Natürlich sind sie das. Aber Tapferkeit alleine reicht bei oh, dem ein Gesicht Hund. Ich möchte ihn streicheln. Aber das geht jetzt natürlich nicht. Hm. So, der stinkende Geralt kommt meiner jetzt hier rein. Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen.
Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen. Auf dass sie das Biest finde und töte. Er hat voll die Mitesser im Gesicht, der Typ da rechts. Und da Ritter de Perrac Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Na gut. Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Ja, jetzt übertreibst du, wie gesagt, nicht? Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Wo hat man die Leiche hingebracht? Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? War das gerade Jens? Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist, die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Ah, meine Güte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Jetzt übertreib mein Licht, ey. Die Leute halten das Biest für eine Strafe der Götter. Hm. Und das Baby im entfernten Dorf, das ist ohne, dass die Frau von einem Mann geschwängert wurde, auf die Welt gekommen. Und Jesus. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also, das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Mhm. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Was sagen die Leute noch über das Biest? Wir müssen jetzt ja ein bisschen was über das Viech herausfinden, ne? Sagen sie sonst noch was über das Biest? Abgesehen von der Strafe der Götter? Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Ja, super. Ich gehe mir die Leiche ansehen. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Milton. Und viel Glück. Ein Glück, ein Glück.
Ich wollte mir jetzt auch nicht sein Buddy-Kostüm angucken, ehrlich gesagt. So, der hat erstmal seine Laute weggeworfen da unten. Aber gut. Für diesen Part soll es erstmal gewesen sein. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr könnt da natürlich auch gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.